Willkommen zurück. Jetzt ist es endlich soweit. Wir werden den Palast mal erkunden und schauen, wie gut wir vorankommen. Wie weit wir vor allen Dingen auch vorankommen. Und was es hier so Neues gibt. Gut, da haben wir nochmal so ein paar wichtige Items bekommen. Ja, das Ding habe ich eben schon mal ausprobiert. Hier können wir dann Nebelwand erzeugen, automatische Wiederherstellung und sowas. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie man sich anschleicht, falls man das überhaupt machen kann. Sehr schön. Dann reden wir mal und sagen, gib mir deine Kraft. Okay, sie hat sich jetzt uns angeschlossen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Digimon Survive. Da haben wir ja auch mit den Digimon gesprochen. Und wir haben einen Erfolg bekommen. Erfolgreich verhandelt. Okay. Alright. Gut, wir haben die Pixies wieder bekommen. Das Ding habe ich, glaube ich, wieder verbockt. Gut, haben wir hier irgendwie eine Schwäche? Nein, natürlich nicht. Hat er eine Möglichkeit hier? Nee, kann er auch nicht machen. Oh, netter Schaden. Okay. Wir laufen noch mal Oh, nee. Shit. Ich wollte ihn eigentlich überraschen und jetzt hat er uns überrascht. Nee, das ist Heal, das brauchen wir nicht. Da haben wir keine. Da haben wir auch keine. Gut, wir hauen auf jeden Fall guten Schaden heraus. Das ist schon mal gut. Aber ich stelle mich hier immer noch recht schlecht an. Gut, jetzt haben wir ihn überrascht, das ist gut, war aber wahrscheinlich gescriptet. Okay, I'll show you an example first. Zora! Use this opportunity to baton pass and swap your turn with someone else. Okay, your turn! Ah, okay. Now strike the enemy's weakness and give the baton pass a try. You powered up from the baton pass. So, da haben wir auf jeden Fall eine Schwäche. Looking cool, Joker. All right, pass the baton and follow up. So, die Übergabe. Ja, jetzt haben wir ihn down gemacht. Go ahead. Pass it on to the second person. Persona!
Sehr schön. Ah, shit. Haben wir jetzt down gemacht? Ja, müssen wir nicht übernehmen. Also in dem Fall haben wir sogar zu viel Schaden gemacht. Ich habe mir jetzt aber die Schwachstellen nicht gemerkt. Nice going. Gut, dann sollten wir mit der Übergabe behutsam umgehen. Und auch sinnhaftig umgehen. Ich muss noch mal eben schauen, haben wir hier die Möglichkeit, dass wir laufen? Focus. Ah, das ist das. Gut, das haben wir auch, glaube ich, ganz am Anfang gemacht. Sehr schön. Das ist gut. Dann machen wir die Übergabe. Ja, schon wieder down gemacht. Gut, Erfolg gekriegt für die Übergabe. Aber wir haben die anderen beiden schon wieder down gemacht. Ja, da hauen wir, glaube ich, einfach zu viel Damage raus. Aber diese Finishing Moves sind geil. Okay, gut. A stylish victory. Das Ding ist gesperrt. Show me your true form. Oh, das hat gut funktioniert, weil wir auch noch in der Deckung waren. Gut, ich glaube. Nein, haben wir natürlich nicht. Dann machen wir das so. Da haben wir den Panther. Genau, sie hat sich ja selbst Panther genannt. Oh Mann. Oh, sehr schön. Das ist gut. Mit dem wollen wir jetzt reden. Gib mir deine Kraft. So, wenn das Namen hinterlässt, soll sie... So, optimistisch. Oh, das hat funktioniert. Okay. Das hat, glaube ich, auch gut funktioniert. Und das sieht so aus, als wenn sie sich uns anschließt. Ja, wunderbar. Sehr schön.
Okay. Damit haben wir wieder einen neuen Persona bekommen. Was haben die hier eigentlich für Skills? Irgendwas Giftartiges? Ja, die können wir vielleicht auch noch mal im Kampf ein bisschen leveln. Ein bisschen durchswitchen. So, was haben wir hier? Joker. How suspicious. Na, keine Ahnung, ob ich das Rätsel lösen kann. So, das Focus. Dritte Auge. Ah, okay, das ist das dritte Auge. I can feel it. Dann laufen wir mal hier rüber. Ah, okay. Was ist das? Now then. Oh. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Da sehen wir auch Gegner. Und dem reißen wir mal die Maske ab. Wunderbar. So, da ballern wir mal drauf. Da mal schauen. Ne, ist drauf gegangen. Und mal schauen, ob er... Ja, er wird ihn killen. Gut. Dann werden wir jetzt, glaube ich, mal die Katze umstellen müssen. Nicht mehr auf automatisch, sondern dass wir sie steuern. Wobei, das bringt ja eigentlich auch nichts. Es ist einfach zu viel Damage. Good work. Keep it up. There's a shadow. What do we do? Wir greifen ihn an. Aber das, also von der, vom System her, ist das irgendwie geil. So, schwach auf den, sehr schön. Ah, ey, schon wieder down. Okay, das ging wieder sehr schnell. Vielleicht, ja, gut, dass ich die alten Waffen noch nicht verkauft habe. Eventuell müssten wir auch mal die schwächeren Waffen uns reinziehen, damit wir den ein oder anderen hier, ja, fangen können. I have something. What? You need to train more.
Gut, was haben wir hier? Sehr schön. Und nun? I can see it. Aha, okay, ja, das habe ich wieder viel zu spät gesehen. So, herunterspringen brauchen wir nicht. Ah, okay. Das ist ja richtig tricky. A safe room might be close by, Joker. Sehr schön. Wieder neuer Safe Room? All right. Looks like this place is safe. Sehr gut. Den haben wir jetzt hier auch. Also der unterste Raum ist dann wahrscheinlich auch derjenige, wo wir am weitesten gekommen sind. Würde jetzt spontan mal tippen. Gut, wir sollten auf jeden Fall immer genügend Dietrich hier dabei haben. So, mal schauen. Ja, das, was wir bekommen haben, ist stärker. Aktuell haben wir das ausgerüstet und hier haben wir 55. Okay. Weiter geht's. Obwohl, da war, glaube ich, noch eine Vase, die wir zünden konnten. Listen up. Das ist jetzt wahrscheinlich auch dieses komische Auge. It's somewhere. Gelb ist mittel, okay. Das heißt, die Gegner werden jetzt eventuell stärker? Oh geil, der gestiefelte Kater. Nice. Haben wir hier... Nein, wir haben hier nichts. Es sei denn... Das wäre auch cool, wenn die dann hier eventuell eine Schwäche zeigen würden. Dann versuchen wir es einfach mal. Nee, das ist alles kein... Eieieiei, was machen wir? Greifen wir mal an. So, haben wir hier irgendwie was? Nein. Dann machen wir es halt so. Ja, aber der gestiefelte Kater wäre schon lustig. Den reißen wir gleich auch mal die Maske ab. Oh. So, was haben wir hier? So, bekommen hier eigentlich alle Personas EP oder nur der, der gekämpft hat? Schauen wir mal, das ist 69, hier haben wir 39. Oh Gott. Okay.
So, dann schauen wir mal hier bei den Personas. 39. 69. Okay, dann nur der, der auch wirklich gekämpft hat. Okay, mit dem, mit dem dritten Auge sehen wir jetzt so gut wie alles. Das ist wichtig und gut, weil die ganzen Sachen brauchen wir auch fürs Craften. Ah, hat funktioniert, sehr schön. Auch wenn es knapp war. Oh Mann. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das wird, glaube ich, nicht so effektiv gewesen sein. Und daneben. Okay, die haben schon ein bisschen mehr Bums hier. Aber zum Glück kriegen wir nicht ganz so viel Damage rein. Ach, keine Munition. Wir haben ja nur die Möglichkeit, einmal pro Kampf den ganzen Spaß zu machen. Daneben, sehr schön. Aber bitte nicht auf denselben. Ja, sehr schön. Wir haben uns zwar so einen hier schon geholt, beziehungsweise fusioniert. Oh. Interessant. Wahrscheinlich, weil wir ihn schon haben, oder wie? Okay. Ja, der hat direkt EP bekommen. Dann können wir die also nicht doppelt haben. Auch gut zu wissen. Come on, man. I have something. So, da haben wir nichts. Okay. Ja. Sehr schön. Ah, die Katze ist so geil. Auch mit der Stimme. Piece of cake. Gut, was haben wir hier? Und da geht was runter. Okay, dann müssen wir hier die Reihenfolge hinbekommen. Okay. Na, komm schon. Jetzt geht das Ding wieder zu und rechts wahrscheinlich auf. Ja, genau. Jetzt geht hier das Ding zu, woanders wahrscheinlich auf und wir gehen dann oben über das Regal.
das ist ja richtig geil gemacht. Okay, das ist natürlich für mich immer sehr gefährlich. Dann darf ich nicht Brain AFK durch die Gegend laufen. Nee, das ist wahrscheinlich etwas hier für ihn. Doch nicht. Das ist deutlich schlechter. Ah, da fällt mir ein, wir sollten auf jeden Fall nochmal... Ich muss nochmal eben schauen, was ist hier dieser ARM-Computer? Ach, den Lebensboost bekommen wir hier. Alle Werte plus 3. Genau, das sollten wir den hier auch nochmal geben. Sehr schön. Show me your true form. Wunderbar. Hat auch gut funktioniert. Ah, der gestiefelte Kater, sehr schön. Aber ich habe hier, glaube ich, wieder nichts. Nee. Ja, Zoro ist derjenige, der sie schwächen kann. Dadurch, dass ich beide angeballert habe, was natürlich nicht so gut war, hatten wir nicht die Möglichkeit, da noch irgendwie was zu machen. Da fällt mir aber ein, wir sollten... Na, wo war nochmal die Möglichkeit, dass wir das... Oh Mann, 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 Mann. Wir konnten doch irgendwo einstellen, wie sich die entsprechenden Spieler verhalten. Ja, mal schauen, ob das vielleicht im Kampf war. Ja, die Truhe fast übersehen. Oh ne, das ist das Geräusch des Blicks. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Geräusch dafür, dass ja, irgendwo was Sinnvolles in der Nähe ist. Zwei von denen, okay. What's the plan? Nee, hier können wir das doch Taktik ändern. So, Morgana, direkter Befehl, sehr schön. Dann haben wir das auch korrigiert. Hier haben wir jetzt nichts, okay. Sehr schön. Wunderbar. Hervorragend. Gib mir deine Kraft. Sie ist
trübsinnig. Okay, das sind alles keine schönen. Ja, das vielleicht. Okay. Durch Glück hat das irgendwie... Ich sehe da aktuell noch kein System dahinter. Aber okay, solange wir am Ende an unser Ziel kommen, ist es egal. Oh, wenn wir die gefangen nehmen, kriegen wir kein Geld. Das Ding ist abgeschlossen, ja. Deswegen müssen wir hier hoch. Und dann kriechen wir hier einmal durch. Und können dann wahrscheinlich die Tür von der anderen Seite aufmachen. Sehr schön. Also von oben können wir dann genauso einen Überfall starten, wie als wenn wir jetzt hin und her jumpen würden. So, was war hier nochmal? Ja, ich sollte vielleicht mehr wieder in den Nahkampf gehen, was? Ah, okay. Aha. Ah, das ist gut. Das ist gut. Reden wir mit ihm. Er kann sich uns anschließen. Ah, er hat sich sogar freiwillig uns angeschlossen, ohne dass wir ihn groß überreden mussten. Wunderbar, dann fehlt eigentlich noch der gestiefelte Kater und die Ziege. Wow. Aber um das Leben betteln ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn wenn wir genug Damage raushauen, brauchen wir kein Hold-up oder sonst irgendetwas. Okay, da haben wir es. Optimistisch, ängstlich, die wollen dann bestimmte Antwortmöglichkeiten. Ja, das muss ich mir aber irgendwo aufschreiben, sonst werde ich das definitiv wieder vergessen. 100%. Okay. I have something. Na, komm schon. Ja. Yeah, perfect. Sehr schön. Aber geiles Dungeon-System. Further this way. Should we check somewhere else? Wait, look up there. What about it? Are we throwing a rope over that and climbing it? Phantom thieves do things a bit more stylishly than that, and I know just what'll do the trick. Batman-mäßigen Enterhaken oder wie? Good. Seems like it fits properly. A
That's just a little something I've been working on in secret. The grappling hook lets you zip to hard-to-reach locations in a flash. You'll see what I'm talking about when you test it out. Go ahead, give it a try. Okay. Genau, Enterhaken heißt das Ding. So, hier unten können wir aber erst noch mal ein bisschen was greifen. Man, oh man, this is amazing. Sehr schön, Enterhaken hat funktioniert. Da können wir einmal lang. Der Gegner sah aber sehr stark aus. Da fällt mir auch ein, wir können ja bestimmt auch. So, der ist rot, der ist stark. Hey. Wir können bestimmt auch bis zum Schluss voranschreiten. Und die letzte Truhe vielleicht gar nicht jetzt looten, sondern irgendwann später. Und immer wieder hierhin zurückgehen, um hochzuleveln. Wenn wir sonst keine Aktivitäten am Tag haben. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. So, dann machen wir den Überfall und schauen mal, was uns hier erwartet. Gut, also wenn wir den nicht besiegen können, können wir auch fliehen. Das wollen wir aber natürlich nicht. Ja, der ist aber schon deutlich stärker. Er ist gelähmt, alles klar. Sona. Ravage them. Persona! Take this. So, und jetzt können wir ganz normalen Angriff machen. Wunderbar. Der müsste doch viel EP bringen. 60, sehr schön. Schwere Rüstung. Und auch einigermaßen an Geld. Alright. Sehr schön, dann sollte ich vielleicht bei solchen Gegnern auch zumindest einen schwachen Persona mal draufhauen lassen, damit er ordentlich EP abcashen kann. Gut, ich wollte in die Ausrüstung gehen. Ja, die sind alle kacke. Okay, let's go. Okay, gut. Wieder was Neues gelernt? This sensation. I think there's a safe room. Das ist gut. Show me your true form. Gott, anvisieren war ein bisschen kniffliger, aber wir haben ihn erwischt. Oh, sehr schön. Okay, das. Mal schauen. Da haben wir nix. Dann hauen wir ihn halt um. So, Kitty Cat, aufstehen, nicht pennen. So, dann holen wir uns nochmal eben schnell den Safe Room.
Wunderbar. Hey. Ja, der ist sehr eingebildet, der Dude. So, haben wir hier was? Nee. Gelb sind sie. Oh, an enemy. And it looks strong. So, den ziehen wir noch mal raus. Der ist gelb. So, haben wir hier irgendwelche... Nee, also zumindest sehe ich dann nichts. Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Oh, der war gut. Der war gut. Ah, okay, schwach und so weiter steht wahrscheinlich noch gar nicht da, weil wir noch nie gegen die gekämpft haben. Erstmal aufdecken, okay. Und dann bekommen wir die Infos. Oh, so macht Sinn. Easy, so, was haben wir hier? Focus. Ja, scheint ein Schlüssel zu sein oder ein Schlüssel-Item. Na, komm schon. Ein bisschen verdrückt, aber hat gepasst. Der gestiefelte Kater, sehr schön. Ah, gekillt. Oh nee, der ist technisch ausgeschaltet. Och Kleiner, ich will dich doch einfach nur fangen. So, hau mal einen raus hier. Cash nochmal ein bisschen EP ab. Ja, Stufe 7, sehr schön. Okay, es wird so langsam. How suspicious. Huh. Gut, wir haben dann noch einen Raum. So, wunderbar funktioniert. Das Hin- und Her-Jumpen ist sehr hilfreich und nützlich. Gut, was haben wir hier? Ja. Ah, shit. Ah, nee. Ich wollte das machen. Ah, okay. Das war einfach nur
Eine dicke Uzi. Müsste nicht ein Hold-up gemacht werden? Aber egal, solange wir EP bekommen. Who cares? Arzane, okay, weil er als letztes eingesetzt wurde. Das passt aber. Dann machen wir einfach ein Cross-Leveling. So, da hinten haben wir noch ein Buch. Ja, das ist das Buch über N. That shadow's bad news. Look. Show me your true form. Da hinten haben wir wieder eine Truhe und danach müssen wir, glaube ich, diesen Ziegenkopf nochmal klar machen. So, was haben wir hier? Ah, der sieht so nice aus. Okay, hold up. Okay, der ist zu stark. Stufe 9 ist er. Okay, dann halt. Machen wir einen mächtigen Angriff, wenn er uns nichts geben möchte. Ja, ich bin jetzt Stufe 7. Arzane 3, sie ist auch 7. Neuer Skill. Sehr schön. Okay. Auch wenn ich nicht dran glaube, aber schauen wir doch mal. Ja. Hier wieder irgend so ein Crap. Mal schauen, ob das auch vernünftig war. So, Richterhammer. Ja, das passt. Ist stärker als das, was wir für ihn gekauft haben. Ja, sinnloserweise für ihn Geld ausgegeben. So, erst einmal nehmen wir das mit. How suspicious. Da haben wir auch wieder was. Ach, das ist wahrscheinlich der Mechanismus. Sehr schön, ein Buch über Ryuji. Aha. Versuchen wir mal das. Okay, das ist seine Königin. Da war auch noch was. Ah.
Königsbuch. Ah, das hat funktioniert. Sehr schön. Mit dem Sklaven war ich mir nicht so sicher. Focus. Okay, da schauen wir aber noch nicht rein. Joker. Oh Mann. Ugh, the hell is this room? There are tons of pictures of Suzui in here. Wait, it's all pics of her? Yeah. Thanks. If anything, I feel even more motivated to do this now. I'm sure it'll feel awful, but we should search this room. There has to be something in here if he was hiding it with such an elaborate trick. Okay, schauen wir mal. Is this a medal? That size and that shape. I think that's our key. Remember that round indentation we saw back near those bars? Wait, there's something under the metal too. Eine Karte. Oh, it's a different map from the one we have. This is lucky. Let's take it with us. Aha! Our map's complete now! Gut, das heißt, da wird sich auch dann der Schatz verbergen. Yeah, look. It has to be here. That's a weird shaped building. Could it be a tower or something? Considering our current position, I'd say we're about halfway there. All right, let's hurry over there. No. Now that we know how much we have left, we can calculate the best way to pace ourselves. Let's keep exploring, but take breaks when you need to, Joker. Okay, werden wir machen. Ja, gegen Kämpfen haben wir doch nichts einzuwenden, oder? Oh. Oh, is that? What's up with that one? It's mumbling to itself, but it's not making any move. Be careful. If my prediction is correct, that one's a bit problematic for us. All right, and I'll go take care of it. Just be careful. Yeah! Come on! Whoa, what the hell? It started moving after we attacked it. Looks like it's exactly what I expected. Once we take it down... Hey, you two, watch this! Ah, nice! What the... It exploded? I'll explain later. Focus on the battle for now. Alles klar, wenn wir den umhauen, haut er nochmal einen dicken AOE rein, Gegenstand fallen lassen. Das ist gut. Das ging schnell. There's another one like from earlier. Haphazard attacks on it will only make things tougher for us. It's probably best to take it down fast by striking its weakness and getting it to blow up. Alternately, we could put it to sleep or make it unable to move, then just deal with it later. Persona! Gut, haben wir irgendeinen Plan, was seine Schwachstelle ist? Ja. Go down. Okay. Okay. This is amazing. Wow.
Gut, dann machen wir nochmal den Weg frei. Ja, schauen wir noch mal hier rein. Da ist was. Ja. Da passt es rein. Alles klar, dann werden wir noch mal hier die Tür freimachen. Joker. Wunderbar. Alright. So, wenn wir dann den Turm... Na? Ach, das ist verkehrt. Wenn wir den Turm oben rechts besteigen, sollten wir dann höchstwahrscheinlich... Ja. A safe room might be close by, Joke. Da hinkommen, wo wir den Schatz finden. Safe Room ist immer gut. Mal gucken, was er hier sagt. Well. Oh. So, mit ihm wollte ich reden. Gut, dann können wir vielleicht noch mal den ein oder anderen Kampf starten. Wobei hier wird wahrscheinlich, ne? Doch kein Rätsel. Joker. Ja, hier passiert was, wollte ich gerade sagen. Ja, da wird... Ah, noch nicht. Denn wir müssen mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Denn wir haben ja immer noch 12 Tage zur Verfügung. Und ich würde gern vorher noch mal ein bisschen leveln. Wenn das irgendwie möglich ist. So, jetzt können wir mit N sprechen. Weil wenn wir hier vielleicht nochmal eintreten, ist dann die HP und Mana, okay, das ist falsch, TP und SP wieder geheilt. So, machen wir mal eine Beratung. Wie ist unser Stand? Zur Hälfte. Oh. What are your thoughts? Let's go. Okay. Da haben wir den Ausgang. Aber wenn ich jetzt noch mal auf die Karte schaue,
Dann muss doch eigentlich hinter dem Turm alles vorbei sein. Okay. Egal wie es ist. Beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter. Bis zur Truhe. Dann werden wir aber das Metaverse wieder verlassen. Unseren normalen Arbeitsalltag oder unser Schülerleben weiter durchführen, denn wir haben ja immer noch 13 Tage Zeit bis zum Schulverweis. Von daher können wir dann unser Social Life weiterführen, immer wieder hierher zurückkommen, um dann noch ein bisschen hochzuleveln. In dem Sinne, ich speichere mal vorsichtshalber und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.